Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute starten wir mal wieder mit einem weiteren FIFA 21 Experiment rein. Und zwar das allererste Mal in diesem FIFA-Teil mit einem Verein ohne Abgänge. Und da habe ich mir einen Verein aus Deutschland ausgesucht. Und zwar werden wir starten mit dem FC Schalke 04, die jetzt hier schon ohne Abgänge 4,5 Sterne haben. Das bedeutet, das ist schon mal deutlich besser als normal, und im Real Life sieht es ja aktuell auch nicht ganz so gut aus. Es wurden jetzt auch gerade heute erst Bentaleb und Harit suspendiert, dazu der Vertrag mit Vedat Ibisevic aufgelöst. Das bedeutet, bei Schalke geht es gerade drunter und drüber, und wir schauen einfach mal, ob sie ohne Abgänge nicht deutlich besser dastehen würden. Hier haben wir dann den Kader von Schalke 04. Ich hoffe natürlich, ich habe niemanden vergessen, aber ich bin eigentlich recht sorgfältig dabei durchgegangen, alle Spieler wieder zurück zu Schalke zu bringen, die in FIFA uns weiterhelfen werden. Ich habe auch mal geschaut, unter anderem waren Gündogan und dem hierbei auch in der Schalker Jugend. Ich habe jetzt allerdings nur die Profizeit dazu genommen. Das bedeutet, wenn sie wirklich mal bei Schalke 04 am Profikader standen, das Ganze per Laie oder per festen Vertrag, das bedeutet auch Leihspieler, könnten hier mit am Start sein. Wir gehen die Mannschaft einmal durch. Erstmal haben wir sehr, sehr viele Spieler hier am Start, angeführt von dem besten Spieler im Kader, von Manuel Neuer, aktuell bei Bayern München unter Vertrag. Genauso wie unter anderem ein Leroy Sané oder auch ein Goretzka, oder wir haben sogar noch einen, oder auch ein Nübel, alle aktuell beim FC Bayern München unter Vertrag. Dann haben wir hier Matip und Heuberg, die aktuell in der Premier League unterwegs sind. Escudero als Linksverteidiger, der auch vor ziemlich vielen Jahren mittlerweile bei Schalke war. Ich weiß gar nicht, ob per Laie oder per fixem Vertrag. Dann haben wir hier vorne Embolo. Rakitic haben wir noch, der in seinen jungen Jahren auch bei Schalke war. Caligiuri, Kenny haben wir auf rechts, und ich glaube jetzt in der Startelf der einzige, der aktuell wirklich bei Schalke ist, das ist Salif Sané. Allerdings haben wir auf der Bank noch Spieler, die ihn wahrscheinlich in den nächsten 1 bis 2 Jahren überholen. Da haben wir einmal Kabak und Kera, die recht jung sind und das Potenzial haben, hier nochmal deutlich besser zu werden. Auf der Rechtsverteidigerposition können wir sogar schon direkt Kera hinstellen. Schauen wir mal auf die bekannten Gesichter auf der Bank. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Spieler vortragen, aber wir haben hier unter anderem Özil, den wir hier noch auf der Bank haben. Dann ist hier in FIFA Vedat Ibisevic tatsächlich noch am Start. Mit Choupo-Moting haben wir übrigens hier noch einen Bayern-Spieler. Das bedeutet, wir haben hier ziemlich viele Spieler vom FC Bayern zurückgeholt. Dann haben wir noch Rudi hier am Start, Todibo und Miranda, die beide per Laie hier waren. Dann McKenny, der jetzt aktuell bei Juve unterwegs ist. Kera hatten wir gerade bereits schon. Dann haben wir Max Meyer natürlich, der Weltklasse-Spieler in Person. Julian Draxler ist hier des Weiteren auch noch am Start, kann eiern, und ansonsten haben wir hier Gregoric, aber nicht mehr so die mega guten Spieler. Pukki, der auch damals mal bei Schalke 04 war, genauso wie Berlanda. Das ist die Mannschaft vom FC Schalke 04. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, auf welchem Tabellenplatz wird der FC Schalke 04 in der allerersten Saison mit diesem Kader hier enden? Ich würde behaupten, wir könnten mit dem Kader tatsächlich die Top 5 erreichen. Schreibt mir da gerne eure Tipps in die Kommentare, und wenn du neu auf diesem Kanal bist, lass liebend gerne ein Abo auf diesem Kanal da, um nichts mehr rund um FIFA 21 zu verpassen, und wenn dir dieses Video gefällt, auch liebend gerne einen Daumen nach oben. Und so schnell haben wir dann auch schon die Hinrunde der Bundesliga hinter uns gelassen. Wir schauen gemeinsam auf die aktuelle Bundesliga-Tabelle, und hier sind wir knapp hinter meinen Erwartungen. Ich habe ja wirklich geschätzt, dass wir die Top 5 erreichen könnten. Aktuell sind wir Sechster, 3 Punkte hinter Borussia Dortmund, haben allerdings die gleiche Tordifferenz, gleich viele Tore geschossen, gleich viele Gegentore, nur einmal häufiger verloren. Sehr belastend, aber ich bin der Meinung, das können wir in der Rückrunde noch ausbaden, denn wir haben Spieler im Kader, die sich noch ordentlich entwickeln. Und das bedeutet, ich könnte mir vorstellen, dass wir in der Rückrunde nochmal besser abschneiden als jetzt in der Hinrunde. Im internationalen Wettbewerb sind wir ja leider noch nicht dabei. Und im DFB-Pokal sind wir aktuell im Viertelfinale und müssen ran gegen Borussia Mönchengladbach. Werfen wir auch gemeinsam einen Blick auf unseren Kader. Der sieht zum aktuellen Stand nicht schlecht aus. Viele Spieler, die aufgrund der Bissigkeit nach oben gehen. Rakitic hier leider mit einer negativen Entwicklung.
Entwicklung. Der ist allerdings nicht mehr der jüngste und könnte wohl auch früher oder später ersetzt werden. Die Frage ist nur, von wem, ob Serdar da als erstes vorbeischießt oder welcher Spieler als erstes das Rennen macht. Ansonsten haben wir hier von Sané zum Beispiel gute Entwicklung. Hat sich von 85 auf 87 entwickelt. Embolo geht auch nach oben. Weiß nicht, ob Caligiuri nach unten gegangen ist oder nicht. Da bin ich mir unsicher. Kenny geht nach oben. Und in der Innenverteidigung sind Kehrer und Kabak echt auf einem guten Weg. Vielleicht sogar noch in dieser Saison Sané hier zu ersetzen. Des Weiteren auch Manuel Neuer aufgrund seiner Bissigkeit plus 5 auf einer 94 mit Bissigkeit. Also der ist richtig gut unterwegs. Ich bin jetzt gespannt auf die Rückrunde und ich bin der Meinung, wir können in der Rückrunde nochmal deutlich besser performen. Das Saisonende ist dann jetzt erreicht. Wir schon rein. Wie lief die Saison für uns abschließend? Und wir sind auf Tabellenplatz 5 gelandet. Die Erwartung hat sich bestätigt. Vor der Saison habe ich ja geschätzt, wir erreichen die Top 5 wahrscheinlich und genau auf Tabellenplatz 5 endet damit die Saison für uns. Das bedeutet, nächstes Jahr sind wir international dabei. Erster ist der FC Bayern geworden, zweiter Borussia Dortmund, dann haben wir noch Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig vor uns. Also alles auf jeden Fall starke Teams, die vor uns am Ende platziert sind. Und im DFB-Pokal sind wir am Ende tatsächlich Pokalsieger. Borussia Dortmund konnten wir im Finale schlagen. Damit konnten wir hier nochmal das Derby im Finale des DFB-Pokals gewinnen mit 2:0. Ist auch ein recht solider Sieg. Davor konnten wir auch uns gegen den FC Bayern durchsetzen. Also wir konnten tatsächlich im DFB-Pokal die namhaften Gegner wie Borussia Dortmund und Bayern, die Erster und Zweiter geworden sind, aus dem DFB-Pokal rauskegeln. Und jetzt schauen wir nochmal auf unseren abschließenden Kader. Jetzt haben wir Rakitic, der von der Bissigkeit nach oben geht und dafür Højbjerg nach unten. Insgesamt allerdings gute Entwicklung in unserem Kader. Goretzka geht hoch, Sané geht hoch, Embolo hat jetzt die 80, Caligiuri geht echt steil nach unten. Da könnten wir allerdings, glaube ich, Özil drauf trainieren, dass der rechter Flügel spielen kann. Des Weiteren haben wir Matip mittlerweile auf der 84 und ich sehe hier auch gerade Serdar hat mittlerweile auch die 80 erreicht. Also wenn der sich noch gut entwickelt, dann wird er in der nächsten Saison in der Startelf stehen. Nach dieser Saison verlässt uns jetzt allerdings eine Legende und zwar beendet Klaas-Jan Huntelaar, den wir natürlich hier auch wieder zurückgeholt haben. Seine Karriere nach einem Jahr ist insgesamt auch nicht wirklich zu Einsatzzeiten gekommen. Hat halt auch nur noch eine 68. Trotzdem auf jeden Fall eine Legende. Und deswegen wollte ich das hier definitiv nochmal anmerken, dass er seine Karriere beendet. Des Weiteren auch Ibisevic aus dem Kader raus. Und noch ein paar weitere Spieler. Ich glaube insgesamt 5 oder 6 Spieler an der Zahl, die uns jetzt hier im Sommer verlassen. Wir sind dann jetzt am 1. Januar 2022. angekommen. Das bedeutet, wir haben die zweite Saison zur Hälfte hinter uns gelassen und ich hoffe natürlich, dass wir einen Fortschritt beobachten können im Vergleich zum letzten Jahr. Wir schauen auf die Tabelle und sehen ein Spiegelbild der letzten Saison. Wieder Tabellenplatz 6, 26 Punkte, diesmal punktgleich mit Eintracht Frankfurt. Vor uns die gewöhnlichen Teams, außer Hoffenheim, die haben sich da noch reingeschlichen. Dafür Borussia Mönchengladbach abgeschlagen auf Tabellenplatz 12. Wir insgesamt auch nur eine Tordifferenz von plus 4. Also diese Saison läuft bisher nicht unbedingt nach Maß. Schauen wir auf den DFB-Pokal. Den konnten wir ja im letzten Jahr gewinnen. Auch in diesem Jahr sind wir zum aktuellen Stand noch dabei. Viertelfinale gegen Bielefeld sollte eigentlich gewonnen werden. Und dann werfen wir einen Blick auf den internationalen Wettbewerb. Wir sind in der Europa League Tabellenerster in Gruppe G geworden. Sind wir aber mal ehrlich, richtige Gegner hatten wir hier in der Gruppenphase nicht und müssen jetzt in der Runde der letzten 32 ran gegen Slavia Prag. Auch das sollte durchaus eine machbare Aufgabe sein. Leider auf der ZDM-Position, beziehungsweise hier ist es eher die Achterposition, geht Rakitic mittlerweile ordentlich nach unten, hat nur noch eine 78. Aus dem Grund ist jetzt Serdar in der Startelf, des Weiteren Kehrer, der einzige von unseren drei Innenverteidigern, die neben Matip hier in Frage kommen, der schon eine 80 hat. Deswegen Kehrer in der Startelf. Des Weiteren hat Leroy Sané endlich die 90 erreicht und leider geht Manuel Neuer mittlerweile von seinem Gesamtrating nach unten. Das bedeutet, hier müssen wir hoffen, dass wir die nächsten Jahre noch einen recht stabilen Keeper hinten drin haben und somit vielleicht sogar nochmal am Ende dieses Jahres uns für die CL qualifizieren können. Das wäre eigentlich so mein größter Wunsch. Jetzt liegt dann auch Saison Nummer
2 hinter uns. Und wir schauen, ob wir besser platziert sind als im letzten Jahr in der Liga. Ein Platz weiter oben und punktgleich mit RB Leipzig, die Dritter geworden sind. Wir insgesamt am Ende Vierter in der Liga. Leider Tordifferenz minimal schlechter als RB Leipzig. Sonst wären wir sogar Dritter in dieser Saison gewesen. Wir werden eine Saison, kann ich jetzt schon mal sagen, auf jeden Fall noch dranhängen. Ich hoffe, dass wir in dem nächsten Jahr dann in der Champions League vielleicht nochmal was reißen können. Wir schauen jetzt aber erstmal auf den DFB-Pokal. Hier konnten wir wieder gewinnen. Das heißt, doppelter DFB-Pokalsieg in den letzten 2 Jahren. Und jetzt schauen wir nochmal auf die Euroleague. Denn dort waren wir ja auch unter den letzten 32 Teams. Und ich dachte gerade, wir sind gegen Slavia Prag ausgeschieden. Hier sind wir aber noch knapp weitergekommen. Wir schauen in der nächsten Runde. Dort haben wir dann leider gegen Eintracht Frankfurt verloren, die in der Liga einen Platz hinter uns sind. Das bedeutet sehr ärgerlich, dass wir hier in der Euroleague ausgeschieden sind. Wir starten jetzt allerdings direkt rein in die letzte Saison dieses Experiments, in Saison Nummer 3. Und ich hoffe, dass wir da nochmal unsere Bundesliga-Platzierung übertrumpfen können. Und ich sehe gerade, Leon Goretzka hat uns scheinbar verlassen. Den müssen wir hier definitiv zurückholen. Ein letztes Mal sind wir jetzt in der Winterpause. 2023 ist hier mittlerweile erreicht und wir sind tatsächlich am erfolgreichsten bisher unterwegs, seitdem wir dieses Experiment gestartet haben. 2. Platz und das nur 2 Punkte hinter dem FC Bayern. Also eventuell können wir hier das ganze Experiment mit einem Meistertitel abschließen. Das könnte tatsächlich sein. Diese 2 Punkte könnte man in der Rückrunde aufholen auf den FC Bayern. Im DFB-Pokal sind wir aktuell auch noch drin. Holen wir vielleicht das 3. Mal den DFB-Pokal in Folge und in der Champions League sind wir tatsächlich in der Gruppenphase einfach mal vor Manchester City. Also damit konnte doch tatsächlich niemand rechnen. Gruppenerster, somit müssen wir jetzt ran gegen Villarreal. Ich habe kein gutes Gefühl, wenn wir gegen Villarreal spielen, um ehrlich zu sein, aber vielleicht trügt mich mein Gefühl. Bin jetzt auf jeden Fall gespannt. Ich möchte definitiv in der Bundesliga hier Meister werden. Das wäre natürlich ein Traum. Schalke ohne Abgänge, Meister in der Bundesliga, das wäre tatsächlich etwas. Wir schauen jetzt nochmal zum Abschluss auf unseren aktuellen Kader. Mbolo mittlerweile auf der 87, Goretzka 88, Sané auf der 90 weiterhin. Leider geht Manuel Neuer weiter nach unten und auf der rechten Mittelfeldposition haben wir auch nicht so wirklich den Ersatz. Escudero mittlerweile auch nur noch auf der 79. Die letzte Saison ist dann nun auch beendet. Wir schauen rein, ob wir in unserer letzten Saison nochmal Höchststände erleben dürfen und wir dürfen es tatsächlich. Wir sind tatsächlich ohne Abgänge mit Schalke 04 hier in Saison Nummer 3 Meister geworden. 1. Platz in der Fußball-Bundesliga, zwar punktgleich mit Borussia Dortmund, aber unsere Tordifferenz hat es letztendlich entschieden. Der Mythos, dass Schalke 04 kein Meister werden kann, ist ebenfalls widerlegt. Wir werden im Jahr 2023 Meister in der Fußball-Bundesliga. Im DFB-Pokal konnten wir ebenfalls gewinnen. Das 3. Mal in Folge. Also seitdem wir hier die Abgänge zu Schalke zurückgeholt haben, sind wir im DFB-Pokal einfach unschlagbar. Kein einziges Spiel verloren. Hier auch gegen Bayern gewonnen im Halbfinale wieder. Davor gegen Köln im Viertelfinale gewonnen. Und jetzt der Blick auf den letzten Wettbewerb. Auf die Champions League. Und hier schauen wir rein. PSG gewinnt die Champions League. Wir sind im Achtelfinale gewesen. Können uns hier tatsächlich gegen Villarreal knapp mit 2:1 durchsetzen. Selbst im Viertelfinale gegen Tottenham 4:3 gewonnen. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Mannschaft, die wir hier besiegen konnten. Und dann verlieren wir das Halbfinale aufgrund der Auswärtstorregel. 2:2 und 1:1 gehen die Spiele aus und wir verlieren aufgrund der Auswärtstorregel. Das ist wirklich sehr schade, denn ansonsten hätten wir genauso im Finale stehen können. Und eventuell hätten wir hier sogar PSG geschlagen, denn Manchester City gegen PSG ebenfalls sehr knapp, ebenfalls 3:3, wie wir bereits auch gegen Manchester City. Wir schauen nochmal zum Abschluss auf unsere Mannschaft. Mbolo mittlerweile auf der 88, ebenso wie Goretzka. Neuer natürlich ordentlich nach unten gegangen. Unsere Außenverteidiger sind so ein wenig der Schwachpunkt. Kabak mittlerweile in der Startelf. Hier sollte mittlerweile Baba besser sein, beziehungsweise gleich gut und von der Bissigkeit +2. Auf der anderen Seite haben wir einfach nicht so wirklich den Ersatz. Wir könnten Kehrer dort spielen. Der ist allerdings noch nicht voll austrainiert auf der Rechtsverteidigerposition. Und im rechten Mittelfeld haben wir leider seit Beginn so ein bisschen die Problemstellen.
Stelle. Ansonsten sieht unser Kader echt stark aus. Also Schalke hätte ohne Abgänge ordentlich was erreichen können. Die meisten Spieler hier wie Sané, wie Goretzka, wie Manuel Neuer, ja beim FC Bayern unter Vertrag aktuell. Und da zeigen sie auch recht gute Leistung. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, mit welchen Clubs wir das ebenfalls mal machen können. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist, lass auch liebend gerne ein Abo da, um nichts mehr auf diesem Kanal zu verpassen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.